Hallo liebe 96-Fans, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße euch zu unserem allerersten Interview im neuen Jahr in 2020 und dazu haben wir uns keinen geringeren als Jannis Horn heute eingeladen. Hallo Jannis, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Wir haben gerade kurz drüber gesprochen beim letzten Interview, da bist du gerade angekommen, noch ungeduscht, zack, rein ins Interview, heute frisch. Frisch aus der Dusche. Direkt vom Mittagessen und ja, jetzt sitze ich hier. Und mal ganz in Ruhe. Genau. Dann unterhalten wir uns mal ein bisschen. Ja, Jannis, in weniger als 2 Wochen geht es schon los. Dann starten wir in das Fußballjahr 2020. Ihr seid jetzt mitten in der Vorbereitung. Wie schwer sind die Beine und wie geht's dir? Die Beine sind sehr schwer, obwohl ich sagen muss, heute geht's, weil wir jetzt natürlich einen freien Tag hatten nach dem Spiel oder nach den Spielen. Und ja, aber ich denke, wir fühlen uns gut, wir werden immer fitter. Wir hatten natürlich auch, bevor unsere Vorbereitung angefangen hat, hatten wir ja auch unsere eigenen Läufe noch und ja, da haben wir schon mal eine gewisse Kraft aufgebaut und ja, jetzt sind wir auf einem guten Weg, richtig fit zu werden und dann geht es endlich in 2 Wochen los, wir können es kaum abwarten. Ja, ihr trainiert auf jeden Fall wahnsinnig viel, wenn man draußen zuschaut, auf dem Platz teilweise bis zu 2 Stunden. Wie hart ist die Vorbereitung wirklich? Ist wirklich sehr hart, muss man sagen, aber es bringt uns auf jeden Fall weiter und ich denke, wir werden das auf jeden Fall am Ende der Rückrunde dann auch merken, dass wir noch viel mehr Kraft haben als die Gegner vielleicht und ja, das ist wichtig und ja, natürlich im Training ist man dann auch mal sauer, wenn man so eine harten Läufe machen muss oder so, aber im Endeffekt bringt es uns nur weiter und ja, da müssen wir jetzt durch. Du hast es schon angesprochen, du hast dich natürlich auch in der Winterpause fit gehalten. Der Trainer war ja generell mit euch sehr zufrieden, meinte alles gut. Trotzdem, wie schwer ist das eigentlich, gerade so über Weihnachten auch auf die Linie achten zu müssen? Ja, ist natürlich schwer, aber ich war Gott sei Dank ein Spieler, der damit weniger Probleme hatte. Da gibt es natürlich auch andere, bei denen die dann einfach mal ein paar mehr Kilo drauf haben und das bei denen es dann auch viel schneller geht. Bei mir ist das Gott sei Dank nicht so. Und ja, ich denke, wir hatten ja eine Woche genau, hatten wir Pause, wo wir ja nichts gemacht haben oder uns ein bisschen abgelenkt haben mit anderen Sportarten oder vielleicht auch einfach nur gechillt haben. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich persönlich habe mich dann selber noch alleine vorbereitet in einem Fitnessstudio und ja, das brauchte ich für mich selbst und deswegen fühle ich mich jetzt ganz gut soweit, ja. Das habe ich tatsächlich auf Instagram auch gesehen, das konnte man ja so ein bisschen verfolgen. Kannst du mal grob beschreiben, was du da für ein Programm abgespult hast? Ja, ich habe da einfach, ich habe mich mit denen getroffen, direkt vor Weihnachten war das noch, nach unserem letzten Spiel gegen Stuttgart und habe denen einfach gesagt, dass ich fußballspezifische Übungen machen will, wie im Kraftbereich und Explosivität und ja, das tat mir ganz gut, ich würde das auch immer wieder machen. Und ja, da habe ich ein gutes Fitnessstudio gefunden in meiner Heimat und ja, ich war sehr zufrieden und merke auch jetzt schon, dass es mir relativ gut geht und dass es auch was gebracht hat, ja. Und Spaß gemacht hat es auch. Spaß gemacht hat es auch, ja. Sehr gut. Jetzt hatten wir ja am vergangenen Wochenende direkt 2 Testspiele. Einmal gegen den SC Paderborn, einmal gegen Werder Bremen. Der Trainer hat euch so in 2 Teams aufgeteilt. Du kamst gegen Werder Bremen zum Einsatz und als Innenverteidiger. Mhm. Wie wohl hast du dich gefühlt auf der Position? Ja, ich kenne die Position natürlich auch schon. Habe ich auch schon des Öfteren gespielt in Wolfsburg oder auch mal in Köln. Und ja, ich fühle mich da wohl. Ich denke, ich kann da meine Stärken auch gut zur Geltung bringen. Mit meiner Schnelligkeit und meinem Aufbauspiel. Natürlich muss ich noch an einigen Dingen arbeiten, wie die Zweikampfpräsenz manchmal. Und ja, da arbeite ich dran, damit ich da vielleicht auch gerne mal zum Einsatz komme. Und ja, von mir aus, wie gesagt, sehr gerne und ich hau mich rein, ja. Das Motto vom letzten Wochenende war auch so ein bisschen alle zusammen, alle gemeinsam. Ja. Ihr habt den Test gegen SC Paderborn von der Tribüne aus verfolgt. Auch in Bremen waren alle Spieler mit dabei. Genau. Wie zufrieden bist du generell mit dem ersten Testspielwochenende? Ja, ich denke auf jeden Fall ist es für jeden Spieler wichtig, dass jeder mal 90 Minuten Einsatzzeit bekommt. Für die jüngeren Spieler, aber auch für welche, die jetzt vielleicht länger verletzt waren oder was weiß ich, ist auf jeden Fall wichtig und auch gut vom Trainerstab, wie die es gemacht haben, finde ich, dass jeder 90 Minuten spielt. Und ja, ich denke, es waren einige gute Sachen zu sehen, sowohl gegen Paderborn als auch gegen Bremen. Bei uns besonders gegen Bremen in der ersten Halbzeit hat es mir persönlich eigentlich ganz gut gefallen. Und wir standen eigentlich relativ kompakt und ja klar, für Bremen und Paderborn geht es jetzt in ein paar Tagen schon los. Wir sind noch eine Woche zurück, deswegen konnte natürlich nicht alles klappen. Aber ich denke, man hat schon oft gesehen, dass, oder in einigen Situationen gesehen, was wir drauf haben, woran wir arbeiten. Und ja, das müssen wir noch verfeinern bis zum Spiel in Regensburg. Und dann bin ich da auf jeden Fall guter Dinge, dass das gut wird, eine gute Runde. Um das Wochenende haben wir auch direkt die Chance, das noch ein bisschen besser zu machen, mhm. Denn am Sonntag stehen wieder 2 Testspiele an. Mhm. Erst gegen Wolfsburg und dann hier zu Hause gegen Viktoria Berlin. Was versprichst du dir dann von den beiden Tests? Springt vielleicht auch mal ein Sieg für uns raus? Ja, auf jeden Fall. Der Trainer hat schon gesagt, wir wollen jedes Spiel gewinnen, auch in der Rückrunde. Und es gibt keine Freundschaftsspiele für uns, gibt es nur Testspiele. Und
als Fußballer nimmst du eigentlich jedes Spiel genauso, oder ich persönlich nehme jedes Spiel genauso wahr, als ob ich jetzt gegen Bayern spiele oder ob ich jetzt Freundschaftsspiel gegen Viktoria Berlin habe, das ist mir egal. Ich will immer meine bestmögliche Leistung abrufen und das will jeder Spieler von uns. Und ja, deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir auch mal gewinnen werden. Ja. Danach neigt sich dann die Vorbereitung ja auch so langsam dem Ende zu. Wir sind jetzt in diesem Winter nicht ins Trainingslager gefahren, haben uns dagegen entschieden, vom Wetter her auf jeden Fall alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ja. Kann das vielleicht sogar ein Vorteil sein, dass wir jetzt hier unter den Bedingungen trainiert haben, wie wir dann eben auch Ende Januar spielen werden? Ja, auf jeden Fall. Die Witterungsbedingungen sind natürlich auch top, muss man jetzt sagen. Wir haben echt Glück gehabt, dass jetzt kein Wintereinbruch kam. Ich glaube, dann wäre er vielleicht doch noch weggefahren, wenn hier jetzt Schnee und was weiß ich wäre. Da haben wir Glück gehabt und ja, es kann natürlich ein Vorteil sein, weil wir auch so zwei Tage mehr haben zum Trainieren. Der An- und Abreisetag, die fallen natürlich weg. Es ist für uns natürlich super, für den Trainerstab ist es super und ja, wir können davon nur profitieren. Wir sind zu Hause bei der Familie, ist auch schön. Ja. Und ja, ich denke, im Großen und Ganzen hat es wenig Nachteile. Am 28. Januar geht es dann endlich wieder los mit dem Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg. Mhm. Generell stehen noch 16 Spiele vor uns. Die Rückrunde hat ja quasi mit dem Spiel gegen VfB Stuttgart schon im vergangenen Jahr gestartet. Was ist noch drin für uns diese Saison? Ja, ich denke auf jeden Fall, dass der Trainerwechsel hat uns auf jeden Fall was gebracht. Ich denke, wir werden jetzt immer von Spiel zu Spiel stabiler und unsere Leistungen werden immer besser. Auch was man jetzt in den Testspielen schon ein paar Mal gesehen hat, es wird immer besser und wir wissen immer mehr, was wir zu tun haben. Und ja, ist auf jeden Fall noch viel drin, sage ich ganz offen, weil wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir gehen jedes Spiel so an, dass wir mit 3 Punkten nach Hause fahren oder sie hier behalten. Und ja, dann wird man mal sehen, was am Ende bei rauskommt. Wie gesagt, wir wollen jedes Spiel gewinnen und dann sieht man weiter. Und was sind deine persönlichen Ziele für 2020? Hast du vielleicht sogar irgendwelche Vorsätze für dieses Jahr dir überlegt? So Vorsätze habe ich mir nicht gemacht eigentlich. Aber ich möchte gesund bleiben auf jeden Fall. Ich möchte viele Spielminuten sammeln in der Rückrunde und dann sieht man weiter. Und natürlich den bestmöglichen Erfolg für uns als Team, weil ich weiß ganz genau, was wir drauf haben, was jeder Einzelne von uns drauf hat. Und ja, unser Tabellenplatz spiegelt nicht das wider, was wir eigentlich für eine Mannschaft sind. Und das werden wir in der Rückrunde auf jeden Fall zeigen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Jannis. Würde ich auch so sagen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen sehr Dank gerne. Für das Interview. Ich glaube, die Leute haben eine Menge erfahren und ein bisschen über dich, ein bisschen über die Mannschaft, über das Training, über die Vorbereitung. Und ja, freue ich mich, wenn wir uns beide wiedersehen. Ich freue mich auch. Und euch, lieben 96-Fans, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bald wieder vorbei auf 96 TV, dann freuen wir uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao.